So, was gucken wir heute an? Schneeräumen auf Vorstraßen. Winterdienst mit Steierprofi 41 25 CTV bei 40 Zentimetern Neuschnee. Und lasst gerne ein Like da unten, Abo, wenn ihr das schon nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, let's go. Ketten montieren, wenn man keine Hilfe hat, Schraubzwinge und aufgezogen. Super, geht gut. Bei mir im Video nicht versteht, kann ich nichts dafür, er spricht schon irgendwie leise. Geht Alana. Neu. Ah, so. Ein bisschen vor. Vor. So, schauen wir mal, was da ist. Die Schuhe noch ins Rohr stellen da vorne. Ich darf mir voll Bock zum Winterdienst machen. Schauen wir mal, wie er jetzt tut. War geiler Steuer, muss man sagen. Echt nice Steuer. So, heute da einmal Forstweg aufrahmen da. Mal schauen, wie das läuft. Bin selber mit dem gespannt. Hast du noch nicht quasi so viel gefahren? Da Bundesforstepartie. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen Schnee ist, 20, 25 cm Pulver. Wenn wir da doch jetzt einmal ein bisschen auf der Hecke herum sind. Schauen wir, was der Pflug kann da. Alter, man muss da echt schauen, dass man da nichts falsch hinfährt oder falsch einlenkt, weil dann kann sein, dass der Traktor auf einmal runterfliegt. Schon ein bisschen brutal. Geiler Steuer, muss man sagen. Ja, das lässt sich doch ein bisschen besser anschauen. So, kalt ist, minus 10 Grad, keine Sonne, ah, nichts fein. Ja, drei Ketten oben, die vierte habe ich mit. Aber geht mit drei, ja, muss ich sagen, eigentlich recht gut. Ja, das Panorama ist halt ein Traum. Ein Traum. Was? Gehen wir sonst? Fahren wir wieder. Ja, so um die 40 cm Schnee. Ja, großes Pulver, Schnee geht super zum Rahmen. Kulisse und Landschaft, einfach geil. Wirklich genial. Aber natürlich auch gefährlich, also Fehler darf man sich da keiner erlauben.
wie ich vorhin gesagt habe, sehr gefährlich. Man ist nämlich fernab jeglicher Zivilisation. Also, du hast echt aufpassen, dass da nichts schief geht. Klump an daher. Ach so, ein Klump. Scheiß GoPro, Original, Dreck, Scheiß. Hä? Behindertes. Ja, da muss ich das Kopfband laufen lassen. Ich hoffe, ihr seht halbwegs was. Aber geht leider anders. Das hätte ich jetzt in einem Vlog geschnitten. Muss ich ehrlich sagen. Leider heute der Saugnapf nicht. Absolutes Klump. Ja, drei Ketten habe ich oben, wie gesagt. Vierte, ja, brauchst du nicht unbedingt. Wollte ich nicht aufhören. Muss man halt einfach ein bisschen mehr aufpassen. So, da bin ich schon einmal durchgefahren. Jetzt nochmal. Vorne fahren wir dann frisch wieder Richtung Tal. Ich glaube, für den Traktor ist eh alles klar. Im letzten Video schon erklärt, Steyr 41 25 Profi CVT. CVT-Getriebe 50 km/h, 4 Zylinder. Das wäre was für mich. So ein Traktor wäre was für mich. Kommunalausstattung, Kommunalbereifung. Das ist schon geil. Halbohrer Pflug, 3 Meter, zweiteilig. Was gibt es noch zum Sorgen? Eigentlich nicht viel. Also, wenn jemand von euch einen Traktor und das Österreich kommt. Wirklich super gespannt. Ah, da, das ist echt ein geiler Traktor zu fahren. Wirklich. Wenn ich leider drei Ketten oben habe bei 40 cm Schnee. Hätte auch mal Bock. Aufwärts habe ich eigentlich keine Probleme. Also das läuft wirklich gut. Ja. Schnee ist da genug, 40 cm Pulverschnee oder knapp 40 cm. Also eigentlich echt traumhaft zum Aufschieben. Ja. Aber natürlich sieht man einfach nicht, was da drunter ist. Ja, das Ganze wie beim letzten Video wieder in Zusammenarbeit mit der Landrennig Zankel, die haben wir das Gespann zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Schaut gern einmal auf der Website von der Landrennig Zankel vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Weil im Normalfall sind die Geräte eben im Winter vermietet an diverse Gemeinden. Soll es da 3, 4, 5 Kilometer ins Tal runtergehen. Da muss ich aber nochmal auffahren, weil ja, recht war immer zweimal. Also einmal nur das Ganze ausdrucken. Damit der Weg dann auch für LKW und so weiter gut befahrbar ist. So, jetzt sind wir wieder auf Bundesforsterwege. Bundesforsterwege sollten im Normalfall immer super beieinander sein, perfekt, top Wege. Aber natürlich gefährlich, so wie man da sieht. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Spitzgraben. Ah, nicht so ohne. Mag ich eigentlich nicht reinfahren. Einfach geiler Schnee. Ah, da rechts, Spitzgraben. Na, gefährlich genug. Ja, gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Ich hoffe, ich kann euch heuer noch einige Winterdienstvideos präsentieren. Ich sollte auch demnächst meinen Vorführschneepflug kriegen, aber dazu dann demnächst mehr. Ich möchte mal gerne wissen, wie das mit dem Scheich auf den Hauptstraßen zu fahren, wie es damit läuft.
Tipptopp, ja. Wenn ihr mehr landwirtschaftliche Videos sehen wollt oder Winterdienst-Videos, schreibt gerne in die Kommentare. Er hat am 12.12.22 aufgenommen. Okay. Hier unten steht es. Wieder in die warme Kabine. Ach, ja. Ich muss aber sagen, der brettert echt schnell runter. Ist ein holpriger Weg, muss ich sagen. Gefährlich da. Und denken wir mal, ja, Unimog im Winterdienst zum Fahren wäre auch geil. Schauen wir mal, wie weit es noch ist. Keine Ahnung. Kennen wir da gleich gut aus wie das. Schnee ist jetzt einmal weniger geworden. 20, 25 cm noch. Ich sage nichts, aber ich habe auch irgendwie voll Bock, zum Steier zu fahren. Irgendwie. Voll Bock. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen begeistern mit dem Material. Sieht man ja wahrscheinlich nicht alle Tage. Und hoffe einfach, dass euch so eine Aktion gleich gut gefallen wie die Winterdienstl-Videos aus dem letzten Jahr. Sie will
Kondensation ist immer super. So, Meute ist noch fertig. Wenn es da runter geht. Wenn es so runter geht. Ich hoffe einmal. Ich hoffe, das heißt. Also ich würde schon Winterdienst machen, aber nicht Forschwege. Ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich da vorne runtergehe. Hauptstraßen, das würde ich machen. Heutige Video wieder gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch wieder ein bisschen actionreicher Winterdienst Szenen präsentieren können. Ich werde jetzt noch fertig rahmen. Ketten over und dann geht's abhaben. Also Bock hätte ich echt mal im Stall zu fahren. Also mit so einem. Ultraschnell ist einfach ein Traum. Alten Leute sind Oberkärnten. Geil, auch 30 Minuten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like und Abo da. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.